Oder trotzdem Dank. Bahnsteig im Tiefgeschoss, aha. Ich habe gerade an dich gedacht. Was meinst du, vernichten oder weiterverkaufen? Ich war schon in Sorge. Wir sind ein gutes Team. Aber ich muss dich was fragen. Der Weg ist frei. Bitte, sag mir, du hast es. Ah, ich hab's. Lass mich die Jeep-Probe prüfen und dann nichts wie raus hier. Aber vorher... Ich stieß auf Annette. Sie sagt, du bist nicht vom FBI. Wieso konntest du sie mir nicht einfach geben? Warum hast du sie nicht schon vorher vernichtet? So sehr ich dir vertrauen will, ich tu's nicht. Ich habe wirklich gehofft, dass es nicht so endet. Mehr war das also nicht. Du wirfst dich nach Mittel zum Zweck. Ich mach doch nur meinen Job. Und ich mach meinen, also weg mit der Knarre! Du bist verhaftet. Gib mir die Probe, Leon. Ich will dir nicht wehtun. Gleich sind gleich beide am Arsch. Du glaubst, du kannst es. Festhalten! Ich glaube, ich kann. Scheiße! Vergiss es! Sei still, ich hab dich. Das ist es nicht wert. Tut das nicht. Pass gut auf dich auf, Leon. Nein! Ja, ich weiß doch, was kommt. Ich hab keinen Bock. Und keine Heilung, keine Munition mehr. Ich hoffe, wir finden unten noch Heilung. Wir brauchen Schrotgewehrmunition. Das ist doch der Aufzug zum finalen Bosskampf. 9 Minuten bis zur Detonation. Wer ist da?
mach noch auf dich aufmerksam. Claire! Leon? Du bist auch hier unten? Ja, aber hier stürzt gleich alles ein. Hör mir zu. Du musst hier raus. Schnell. Ja. Gib einen Weg raus. Wir schaffen das. Wo bist du jetzt? Claire, bist du noch da? Wir besiegen die beiden parallel, ja? Ist nichts. Die Verbindung bricht an. Vergiss mich. Verschwinde von hier. Was storytechnisch keinen Sinn macht. Verdammt! Ein Messer. Wird uns nichts helfen. Munition brauche ich. Einmal speichern. Scheiße. Heilung, das ist sehr gut. Wir brauchen ein bisschen mehr als das. Okay, wie kommen wir da jetzt hin? Warte, gibt es noch ein blaues Pulver. Ich glaube, die hoffentlich alle pulverisiert haben. Wie kommen wir da jetzt hin? Ein bisschen Zeitmangel, aber da drüben. Ah, hier. Das halte ich für sehr wichtig. Jetzt ein bisschen Zeit verschwendet, aber was soll's. Okay, das ist der Gang, da müssen wir. Soll das ein verdammter Witz sein? Ach du heilige Scheiße! Nicht jetzt. Wegen Munition. Und mit der Pistole kriegen wir den nicht besiegt. Oh, Heilung. Ganz dringend. Nötig. Pistolenmunition. Verbindungsstecker.
drüber. Wo gehen denn jetzt? Klar, dass man nicht ohne den entkommen. Oh, hi. Pistolenmission. Inventar. Wir haben leider nicht viel Heilung. Können wir die Granaten ausrüsten? Wird man die nochmal gefeuert? Es tut ihm leider nichts. Bei mir tut's was. Schieß mal Granaten. Das ist scheiße. Ein bisschen ausweichen. Wenn das so weitergeht. Munition aller, bevor es so was kommt. Munitionsmangel wird das Ding. Wir sind halt auch irgendwie ein bisschen, aber ein Schuss. Heilung wäre auch mal angemessen. Okay, dann müssen wir vielleicht hier mit. Ja, viel mehr haben wir hier nicht mehr. Mhm. Panzerabwehrwaffe. Genau so. Gerade so. In der letzten Munition. Sie haben die unterste Ebene erreicht. Das war episch. Ja, die kleinen Zombies. Ihr habt eine schöne Region. Aus dem Wahnsinn. Thank you.
unglaublich, aber ich vermisse sie. Leon? Hey. Geschafft. Hab ich dir doch gesagt. Jo, da haben wir es durchgespielt. Da kommen die Credits. Da haben wir den Ionen-Run durchgespielt. Ja. Ich denke, ich werde mir den Claire-Run noch geben. Gut, dass wir am Freitag Pen Paper machen. Ich brauche auf jeden Fall eine Pause davon. Ich muss mir überlegen, ob ich das dann... Ja, ob wir es dann gleich im Anschluss machen oder... mich noch ein bisschen warte. Wenn schon gleich im Anschluss eigentlich, aber... Naja. Erstmal froh, dass ich es geschafft zu haben. Und war ja. Erst aus der Polizeistation gekommen, dann durch Raccoon City, ein bisschen laufen durch die Kanalisation und ab ins Labor. Ja, ein sehr gutes Spiel. Würde ich fast behaupten, das beste Resident Evil Spiel. Resident Evil 2. Nein, Resident Evil 1 ist definitiv nicht das beste Spiel. Das beste Resident Evil Spiel. Ist eher eins von den schlechteren. Auch wenn es der Grundstein war. Ja. Resident Evil 9. Ist auch großartig. Die ganzen Unterteile wollen wir jetzt gar nicht mal gucken. Wollen wir ganz gar nicht. Resident Evil 9 muss ich mich auch irgendwann mal trauen, aber das ist halt uff. Resident Evil 9 ist halt schon. Nicht 9, sondern Resident Evil 7 war es ja. Resident Evil 9. Ich meine, da habe ich was drüber gehört. Resident Evil 9 soll auch bald kommen. Soll auch in der Mache sein. Aber sind die 7, das muss ich mir auch noch mal tun, das mit den Bakers, dürfte man lesen. Das ist schon sehr nice. Das kloppt sich da mit ein bisschen auf um den ersten Platz. Ich würde sagen, wenn ich es ranken müsste, sind die 2 auf Platz 1. Danach sind die 7. Ich sag mal vorsichtig, Resident Evil 4 auf Platz 3. Dann sage ich Resident Evil 8, das war schon sehr schön. Dann ja, wohl über der Teil 1. Würde ich sagen, dann 6 und 5 eigentlich auf dem einen Platz, wobei ich sagen würde 6 auf 6 und dann 5. Die 3 kommt noch davor, 3 kommt zwischen Teil 1 und ne, kommt nach Teil 1, das kommt, ja, knapp nach Teil 1. Also 2, 7, 4, 2, 7, 4, 1, 3, 6 und 5. Mein Ranking von den Spielen. Damit zwei wirklich, also vor allem von den Remakes, jetzt mal gesehen, also Teil 2 Original von 19 oder sonst was, das wollen wir gar nicht spielen.
Revelations-Teile gibt es dann noch, die sind irgendwie auch zu Nautilus dazu. Die gehören dann. Das gehört dann mit die beiden als eins zusammengepackt, gehört da. Es gehört nach Teil 1 vor Teil 6. Das ist da. 2, 7, 8. Dann 4. Ne, 2, 7, 4, 8. Dann. 2, 7, 4, 8. 1, Revelations. Nehme ich mal als ein Teil. Und 6 und 5. Ich habe hier Teil 2, das ist auch mal wirklich ein Vorzeige-Remake, also wie ein Remake sein muss. Das ist wirklich, also grafisch wundervoll. Von Machern. Ich habe Resident Evil 2 das Original nicht gespielt und nicht gesehen, aber es ist mir schon so ausschnittweise habe ich was gesehen. Also so jemand in der Gestalt, die sagen, ist schon. Ist echt ein geiles Remake. Muss man sagen. Bin gespannt, wie jetzt hier die. Wie der Claire One noch verlaufen wird. Ja, dann. Danach bemisst ich es nochmal ein bisschen, aber ich denke. Da gibt es noch ein bisschen Story mit der Kleinen, die wir jetzt gerade gesehen haben im Zugabteil. Da gibt es noch so ein bisschen. Mit Claire gibt es noch ein bisschen anderes. Wir werden andere Bereiche sehen. Wir werden natürlich auch in die Polizeistation kommen. Früher oder später. Da gibt es auch noch Bereiche, die wir mit dem Herzschlüssel noch aufschließen können. Ich hoffe, wir werden nicht mehr so lange in der Polizeistation sein. Mr. X muss sie merkwürdigerweise auch besiegen. Junger Mann. Obwohl wir eindeutig gesehen haben, dass das Leon den gerade umgebracht hat. Da wird auch nochmal lustig. Okay. Ach du Scheiße, nein. Fortsetzungsbrüder. Für Teil 3 oder was? Na hey, jetzt schließen sie die uns Kampagne ab. Wie und S. Kennedy assistiert haben wir gespielt. Gesamtzeit 7. 7 Stunden ist glaube ich fast nicht, das waren noch mehr. 7 Stunden 58. Speicherzähler 46. B. Mhm. Ja, Resident Evil 2. Da haben wir es. Zum neuen Spiel 2, zweiter Durchgang, freigeschaltet. Wählen Sie Smartmenü Kampagne aus. Das Ende bestimmte Abschnitte des Spiels unterscheiden sich vom ersten Durchgang. Können wir nicht nochmal Claire's? Zusatzmodi. The Ghost Survivors. Ja, weiß ich nicht. Die Zeit zum Trauern. Ausreißer. What the fuck. Gießener Soldat. Konzeptgrafiken können wir uns noch angucken. Clone City. Polizeistation. Ja, war schon nice. Gerade das Finale. Am Götterlabor. Mr. X.
Egermanns Hypo freigeschaltet. Und ich habe mehrere Varianten. Aha. Marvin. Ah, der Taiwund. Der war, naja. Okay, Phase 2. Phase 3. Implantgranate. Mathilda. SLS. Die Waffen haben wir nie, Waffen, die haben wir nie bekommen. Flammenwerfer. Gut, schauen wir mal, ob wir die Kampagne nochmal mit Claire spielen können. Aber das erst beim nächsten Mal. Ja, haben wir jetzt in 2 Stunden haben wir es durchgeschafft. Ich weiß nicht, können wir hier noch vielleicht einen Zusatzmodi ein halbes Stündchen ausprobieren. Ghost Survivors, das wäre schon. Das wäre schon interessant. Das will ich eigentlich nicht wissen. Also die Geschichte von dem. Wie nochmal. Das ist die Geschichte einer Zukunft, die es nie gab. Eine Nacht, die niemals endete. Robert Kendo sah den kleinen, leblosen Körper neben sich und richtete die Waffe auf sich selbst, als ein lautes Geräusch ihn davon abhielt, den Abzug zu drücken. Die Stimme eines alten Freundes krächzte durch das Funkgerät. Robert, Partner, melde dich. Ich habe einen Hubschrauber aufgetrieben, mit dem wir hier rauskommen. Komm zum Treffpunkt sofort. Ich halte die Stellung. Bist du hier, das ist ja Blödsinn, als ob es einen Hubschrauber gab und hier und da nicht mitfliegen konnte. Ich war schon immer stur. Hat er sich einmal entschieden, ist er nicht umzustimmen. Fängt mir Emma, denn die muss los. Robert stand auf. Es gab keine Zeit zum Trauen. Gut, dass man das rausgeschnitten hat. Das wäre unlogisch gewesen. Spielen wir mit ihm hier. Treffpunkt in der Kanalisation. Aha. Können wir mit ihm noch ein bisschen ballern. Ein bisschen Heilung haben wir hier. Das ist ja wild hier. Safe-Aufnahme. Ist hier ein bisschen geballerer. Zu weit weg. Ey, diese Boni hier in den Spiel, das macht's jetzt. Macht das Spiel nicht unbedingt besser.
Bleib liegen. Stehen jetzt alle wieder auf. Jetzt ob wir jetzt hier an die. Tiefgarage gehen. Naja, ich weiß nicht. Wie logisch das jetzt noch ist. Natürlich die, weil die nie durch durften. Aha. Ein grundloses Ballern. Ach, vergiftet. Zurück haben Heilung dabei. Dann den Entwicklern ein bisschen Spaß. Wo sollen wir denn lang? Verstehe ich gerade irgendwie nicht. Zum Treffpunkt eine Kanalisation gelangen, aber in die Tiefgarage gehen oder was? Geht's auch nicht lang. War jetzt so ein spannender Charakter. Ich schiebe dir das mal eben noch ein eigenes Abenteuer geben musste. Ich hätte das Rätsel raten, wie wir hier weiterkommen. Wir können hier nur zu lang. Ja.
finden, diesen Spot nochmal bespielbar zu machen. Oder wozu? Da drüben waren wir noch nicht. Nee, das gibt keinen Sinn.